Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Pharao. Das letzte Mal hatten wir On Heliopolis, Steinbrüche von Tura. Diesmal gehen wir nach Ionet, Dendara, eine Bedrohung aus Kusch. Und die haben ja hier gesagt, sie bedauern den, der hier runter muss. Das wird toll. Pharao Cheops hat den Thron bestiegen und wie dies die Seher von Horus und Re vorhergesagt haben, stöhnt unser Volk bereits jetzt unter seiner Tyrannei. Cheops hat die Entsendung eines königlichen Statthalters nach Dendara befohlen, um unser Land gegen eindringende Kuschiter zu verteidigen. Dendara kann eine kleine Fischereiwirtschaft unterhalten, was die Siedlung eine Zeit lang ernähren dürfte. Wenn die Kuschiter jedoch auf dem Seeweg einfallen, kann der Fluss für Fischerboote gefährlich werden. Möglicherweise sollten dann die Ufergebiete besser zur Unterstützung einer Flotte von Kriegsschiffen eingesetzt werden. Sollte die Nahrung knapp werden, können sie auch Rinder mästen, um Fleisch zu bekommen. Allerdings benötigen die Herden viel Stroh und das ist in diesem Land nur schwer zu bekommen. Sie sollten daher andere Städte ausfindig machen, von denen sie Stroh erhalten können, das sie außerdem auch zur Herstellung von Ziegeln für ihre Mastabar benötigen. Die Stadt Byblos im Libanon, dem Land der Zedern, hat begonnen, mit den mächtigen Imperien des Ostens Handel zu treiben. Dabei handelt es sich um Assyrien und Ur, die zwischen den beiden großen Flüssen in dem Land liegen, das man Mesopotamien nennt. Feinstes Elfenbein aus diesen Orten können sie über Byblos erwerben. Mit dem Eintreffen solch seltener exotischer Luxuswaren wird Dendera gewiss aufblühen. In der Hauptstadt erfreut sich Senet, ein neues Brettspiel bei den Ägyptern immer größerer Beliebtheit. Dazu trifft man sich meist in einem öffentlichen Gebäude, dem sogenannten Senet-Haus, und lässt sich dabei einen Krug Bier munden. An solchen Orten vergessen die Menschen von Dendera vorübergehend die Tyrannei des Cheops. Der Pharao hatte befohlen, dass unzählige Steinbrüche in Heliopolis, das im Delta-Gebiet liegt, eingerichtet werden sollen, um einen riesigen Vorrat herrlichen weißen Kalksteins zu fördern. Nur die Götter wissen, was er damit vorhaben mag. Gerüchten zufolge plant er ein monumentales Bauprojekt auf dem Plateau vor Gizeh, um anmaßenderweise den Ruhm seines Vaters zu übertreffen, den dieser weise und gütige Herrscher durch den Bau seiner beiden herrlichen Pyramiden erworben hat. Ja, also klingt schon mal gut. Wir lassen die Stadt aufblühen mit Luxusgütern, haben aber noch nicht mal was zu essen. Ja, also, das erscheint mir schon mal sehr, sehr klug, das so zu machen. Ich habe eine Menge Geld. Ich habe Gold. Ich habe schon mal Gold. Und Kupfer kann ich auch abbauen, das ist gut. Rinderfarmfische, okay, da fehlt wirklich viel. Das Arbeiterlager habe ich auch nur für die Mastaba. Ich habe ein bisschen Überschwemmungszeug, aber wenn ich wenigstens ein paar Farmen bauen könnte. So, jetzt bin ich mal hier unten. Und selbst die, die hier sind, wollen nicht mit mir handeln. Das ist ja schön. Kauft Kupfer, das ist gut. Seeweg. Landroute, sehr gut. Der kauft Kupfer. Landroute, sehr gut. Und Kerma. Okay. Verkauft mir jemand. Da kann ich Bier herstellen, gut. Haben wir hier oben noch jemanden? Der Schur. Der verkauft mir Stroh. Der hat eine Seeroute, okay. Das ist wahrscheinlich zu weit. Ach, Moment. In der Schur wollten sie nicht mit mir handeln, aber wenn ich da unten am Arsch der Welt bin, dann handeln sie mit mir. Super. Habe ich noch Edelsteine? Nein. Aber mir gefällt nicht, dass ich Kalkstein habe als Ressource. Das ist tatsächlich für mich eine Gefahr, so ein bisschen. Okay, hier muss ich was aufbauen und hier muss ich so einen Slum aufbauen, auf jeden Fall wieder. Ah, das passt schon. Oder kann ich das hier rüber? Das wird zu knapp. Ich habe auch nur hier was, oder? Ja. Okay, bringen wir es hinter uns. Thank you.
Arbeitskräfte benötigt höchstwahrscheinlich. So, bauen wir auch gleich mal den Zahnarzt hier hin. Wir haben ja gesehen, was passiert. Diese drei Götter. Oh ja, seht, macht Sinn. Die gute Bastet. Bastet ist Haupt. Was soll die Fähre haben eigentlich? Darf ich nicht. Ach, scheiße. Wo kann ich? Ach, nö. Ich sehe schon. Oh, das wird ja beschissen. Ah, das ist ja richtig bescheiden. Da muss ich hier runter, dann hier rüber und dann kann ich erst daran. Naja. Aber es ist ein Quote von 15%, von mir aus nicht mein Problem. Mir ist aufgefallen, ich habe das letzte Mal vergessen zu schauen. Wie alt wir eigentlich am Ende waren. Architekt. Ja, gerade am Anfang ist das ein bisschen schwierig. Arzt. Arzt. Ja, das könnte noch ein bisschen dauern, bis ich mir das... Oh, das wird ein wenig lästig, bis die hier unten sind. Wenn ich das mal so sagen darf. Das machen wir weg. Seht euch nur mein Werk an. Und die Bastet. Und wir sind gleich pleite. Hier kriegen wir 1,8, das ist viel zu wenig. Wie viel haben wir denn als Sparguthaben? Da bitte. Ich muss, glaube ich, echt möglichst schnell hier runterkommen. Darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen, tut mir leid.
Polizeifeld drüben noch. Polizei ist tatsächlich wichtiger, als man denkt. Ja, ja, die kommen schon noch. Wie viele Monate habe ich? 12 Monate, okay. Ich habe doch eine Zisterne gebaut, oder? Oh ja, Wasser wäre vielleicht auch nicht schlecht für euch. So, okay, 75. Immerhin einer. Ach, und die Dinger funktionieren wieder nicht. Da wird schon 1000 Leute, aber. Ich könnte hier rein theoretisch überall Fischerhäfen bauen, in vielen Stellen. Hier könnte Kriegshafen hin. Nee, 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 da muss so nah wie möglich runter. Ein bisschen Schlamm hat noch keinen geschadet, außer den Bewohnern. Ja, ja. Moment, noch eins? Nee. Bevor es weggeholt wird. Ich hätte nicht damit gerechnet. Und es geht los. Beglückt. Ja, die brauchen unbedingt Wasser. Aber das hier läuft erstmal. Das heißt, es geht los. So. Ja, fast eine gute Produktion, also fast ununterbrochen. Man muss halt echt gucken, dass es nicht so weit auseinander ist.
Wir haben schon 800 eingenommen. Bau 9000, ja, okay. Ab nächsten Jahr will ich autark leben mit meiner Stadt. Müsste soweit alles fertig haben. Und ihr könnt jetzt hoffentlich bald mal blühen. Hier hinten würde ich dann Kupfer rausziehen. Muss nicht viel sein. Tut mir zwar ein bisschen leid für die Familien, die hier leben, aber kann ich leider nicht ändern. Wie gesagt, hier Kupfer dann. 83, wird besser. Reite ich auch die erste. Moment. Wo krieg ich Holz her? Der verkauft Holz, okay. Und Kerma wird wahrscheinlich auch bald belagert. Aber der verkauft auch, also Kerma ist eigentlich für mich relativ unwichtig. Ich krieg keinerlei. Nee, ich kann keine Einballsabnierungshäuser bauen. Brauche 30 Kultur. Strom muss ich eh kaufen. So, hilft das? Ja. Eine Handelsroute nach Elefantin. Oh, was kann Elefantin? Verkauft Getreide? Ja, und Stroh. Ah, okay, der verkauft Flachs. Gut. Dann ist ja jetzt alles gesagt. Geld läuft langsam an. Finde ich gut. Feuerwache und Architekt. Dann könnt ihr euch nämlich langsam hier versorgen. Für euch muss ich auch noch eine Lösung finden. Aber es wird langsam besser jetzt, wenn Fisch reinkommt. Weil dann kann ich langsam aber sicher wirklich die Stadt erblühen lassen. Oh, stand jetzt? Keine Ahnung. Nach und nach wird's doch. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt bald. Schon Richtung Krieg gehe. Wenn ich hier nur irgendwie ein bisschen Wasser reinleiten könnte, aber das wird nicht möglich sein, leider. Echt ärgerlich. Und da geht's schon los. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor, ich will nämlich wissen, von wo die kommen. Damit ich mich entsprechend vorbereiten kann und wie stark die werden. Was? Spul bloß ein bisschen vor. Ja. Ist mir egal. Eigentlich hätte ich mir denken können. Ein perfekter Tag zum Fischen. Ich hoffe, der Fang ist so gewaltig wie immer. Was, das war's? Ein einzelnes Kriegsschiff. Dieser Witz.
Habe ich ja wenig Angst. Aber das heißt, ich muss hier irgendwo einen Kriegshafen bauen. Ich habe mir schon überlegt, was passieren kann. Schätze, da passt er nicht her. Wie teuer ist denn der? 900, das ist echt teuer. Wer verkauft mir Holz? Das kann ich mir gerade nicht leisten. Aber eins sollte ich wenigstens haben. Schlechte Gesundheit, warum eigentlich? Ach, wahrscheinlich, weil die kein Essen haben. Das wirkt sich natürlich sehr negativ auf die Gesundheit aus, wenn du nichts zu essen hast, habe ich gehört. Keine Ahnung warum, aber es ist einfach so. Und hier ist sehr viel Platz für sowas. Hier ist sehr viel Platz für Fisch. Ich sollte eigentlich überall wenigstens eine Schwertkampftruppe haben, damit ich überall was machen kann. Im Falle eines Falles. Mehr Geld, bitte. Ach, 800 Leben gehen jetzt schon verloren. 6000 gefördert. Also kann ich mit 6000 allein durch Gold rechnen. Die Flut ist mir scheißegal. Landroute und ich kaufe 400 Einheiten. Einfach nur, dass ich mir ein Kriegsschiff bauen kann, weil der versenkt mir einfach nur meine ganzen Fischerboote, schätze ich mal. Kann ich hier irgendwo Fleisch kaufen? Seeroute. Ach ja, ich brauche auch noch Dinger. Brauche ich auch noch einen Dock. Okay, hier ist genug Platz für sowas. Schulden. Leer aus. Muss ich jetzt machen, ich brauche das Schiff. Ja, fehlt Essen. Aber es ist gar nicht so schlecht gerade. Hat zwar eine extreme... Ja, ich weiß. Extreme Seuchengefahr. Aber die kriegt man schon noch in den Griff. Es wird langsam besser, glaube ich. Hoffe ich. Es war wenigstens kein Truppentransporter da. Das macht das Ganze wirklich besser. Unattraktive Silo, ich weiß. Und ja, oh, wo ist er denn? Mein Bauch. Mein Kopf. Machst du jetzt hier weiter? Ja, super. Gut, Masters, jetzt ist hier, sind ja alle tot. Das Problem ist, dass die, dass ich nicht genug, was stand da jetzt? Ein Monat. Oh, das Schiff ist da. Hier hätte eigentlich auch noch mal eins hingepasst, sehe ich gerade. Oder? Oder was anderes. Vielleicht. Hol sie! Ihn! Nur ein Kriegsschiff im Einzelnen. Ein einzelnes Kriegsschiff kann ich hier machen.
Mach sie kaputt. Oh, denen geht's aber auch nicht mehr so gut. Ja, ein Glück haben wir das. Unser Laderaum quillt über. Was ein Glück, dass uns der Riesenfisch entwischt ist. Ein perfekter Tag zum Fischen. Ich hoffe, der Fang ist so gewaltig wie immer. Ein perfekter Tag zum Fischen. Ein perfekter Tag zum Fischen. Ich hoffe, der Fang ist so gewaltig wie immer. Unser Laderaum quillt über. Was ein Glück, dass uns der Riesenfisch entwischt ist. Sagen Sie wohl, wenn Sie ausladen. Schneller! Wir können erst weiterarbeiten, wenn ihr uns entladen habt. Der gehorcht mir nicht mehr. Das Ding bleibt einfach stehen. Der Rumpf ist zu schwach, schätze ich mal. Ach ja, das habe ich vergessen. So, Geld haben wir ja jetzt. Ich brauche eigentlich nur Stroh. Kriege ich das nur von dir? Auch eine Seehude, da kriege ich Stroh her. Hier nehmen wir auch Stroh an. Und das Hamstern wir. 500, ich glaube, das reicht nicht mehr. Ich liebe die Kunst des Handelns. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Waren zu handeln. So, das ist erstmal abgewehrt. Wir fassen ein Lager hier besser. Oh, kannst du mir ruhig 3-2 draufhauen. Ich brauche dann eh nochmal ordentlich Ziegel. Ich weiß noch nicht, wo ich die Mastaba hinbauen soll. Hier gibt es ja Krokodile. Ich werde mehr brauchen. Toll, jetzt klauen die das hier drüben anscheinend. Aber zwei Schiffe sind schon gut. Wenn die mit Transportern kommen, habe ich ein Problem, weil die muss ich abfangen. Steht es eigentlich immer noch nicht gut. Ach, scheiße. 100 hatten wir jetzt. Nicht mehr Hamstern.
Naja. Es wird besser. Und der Angriff. Vor allem Geld kommt auch rein. Abfangen! Was machst du? Platt machen! Gott sei Dank. Oh. Die Besatzung ist müde, okay. Mein Schiff haben sie anscheinend vernichtet. Zu meiner. Gut. Wir kommen schon klar.